Was geht, meine Freunde? Kobe Bjørn ist am Start. Heute mit einem Video über die größten Blackouts in NBA History. Wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, ich habe schon mal so ein Video gemacht. Und heute gucken wir wieder auf 5 Plays, die einfach nur dumm waren und dem Team letztendlich den Sieg gekostet haben. Einige sind aus der Regular Season, andere aus wichtigen Playoff oder sogar Finals spielen. Wir haben also alles dabei und deshalb würde ich sagen, lass uns einfach direkt anfangen. Nummer 5, die schlimmsten 30 Sekunden in Brad Miller. Karriere. Wir starten mit einem Regular Season Game aus dem Jahre 2011. Phoenix gegen Houston. Brad Miller, der Center der Rockets, wird hier gleich die schlimmsten 30 Sekunden seiner Karriere erleben. Phoenix führt 30 Sekunden vor Ende mit 3 Punkten und deshalb brauchen die Rockets unbedingt den Ball. Gortat, der damals noch bei den Suns spielt, verwirft und der Ball landet bei Houston. Genauer gesagt bei Brad Miller, der will den Fastbreak einleiten, wirft den Ball nach vorne, aber Grant Hill von den Suns riecht diesen offensichtlichen Pass, rettet das Ding zu Steve Nash und verhindert damit, dass die Rockets ausgleichen können. Nach ein paar Freiwürfen steht es dann 10 Sekunden vor Ende 113 zu 110 für die Suns. Die Rockets können also wieder mit einem Dreier ausgleichen, aber Brad Miller wirft den Ball erstmal wieder fast in Steve Nashs Hände und nimmt danach diesen Dreier aus der Drehung, der nichts außer den Hallenboden trifft. Nicht der schlimmste Blackout in NBA History, weil es letztendlich nur ein Regular Season Game war, aber trotzdem muss man einfach Mitleid mit Brad Miller haben. Man sieht richtig, dass er selbst nicht glauben kann, wie dumm er sich gerade angestellt hat. Nummer 4, Michael Ruffin verhilft Mo Petersen zum Buzzerbeater des Jahres. Wieder befinden wir uns in einem Regular Season Game, diesmal im Jahre 2007 zwischen den Raptors und den Wizards. 3 Sekunden vor Ende wird Gilbert Arenas gefoult und bringt mit seinen Freiwürfen die Wizards mit 3 Punkten in Führung. Die Raptors haben keine Timeouts mehr, also wird der Ball einfach nach vorne geworfen. Praktisch ein Basketball Hail Mary. Michael Ruffin von den Wizards kann den Ball aber abfangen. Wenn er jetzt den Ball einfach halten würde oder sich foulen lässt, ist das Spiel vorbei. Aber stattdessen wirft er den Ball hoch in die Luft, damit die Uhr ablaufen kann. Leider wirft er den Ball aber nicht hoch genug, denn er landet in den Händen von Mo Petersen, der einen der krassesten Buzzerbeater in NBA History trifft. Ausgleich, das Spiel geht in die Overtime und letztendlich verlieren die Wizards. Das Play ist ein riesen Blackout und ich gucke es mir locker einmal pro Monat an. Vor allem wegen diesem legendären Kommentar, den ich allerdings nur in schlechter Quali gefunden habe. Ich will ihn euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Now will the Wizards foul down the floor. And it's a deflection by Ruffin. And the play continues. Peterson got it! We gotta check it out. If it's good, we're going into overtime and a Hail Mary 3 by Mo Pete. I don't believe what I just saw. Onions, baby onions. Onions, baby onions. Keine Ahnung, was er damit meint, aber es ist einfach ein mega geiler Kommentar. Nummer 3, Rasheed Wallace lässt Robert Horry offen. Nachdem wir jetzt 2 Regular Season Games hatten, lasst uns mal in die Finals gucken, genauer gesagt die 2005er Finals, Game 5 zwischen den Pistons und den Spurs. Die Spurs wurden ja 2003 Meister, die Pistons bekanntermaßen 2004. Jetzt treffen sie das erste Mal aufeinander. Es ist eine Defensivschlacht, wie man sie nur sehr selten in der modernen NBA zu sehen bekam. In Spiel 5 ist die Serie ausgeglichen, 2-2. Wer Game 5 gewinnt, ist also klar im Vorteil. Noch 9 Sekunden auf der Uhr. Detroit führt mit 2 Punkten. Sie müssen jetzt also nur einen Angriff der Spurs verteidigen und damit gewinnen sie das Spiel. Einwurf der Spurs, Robert Horry, aka Big Shot Bob, aka den Spieler, den du in der Crunch Time keine Millisekunde aus den Augen verlieren darfst, macht den Einwurf. Der Ball geht auf Manu Ginobili in die Ecke. Rasheed Wallace entscheidet sich aus dem Nichts und vollkommen ohne Grund, Manu dort unten zu doppeln und dadurch bleibt Horry komplett frei an der Dreierlinie stehen. Er bekommt den Ball, swischt den Dreier und bringt die Spurs in Führung. Einfach ein riesen Blackout von Rasheed Wallace, einen der krassesten Clutch-Player aller Zeiten, so alleine stehen zu lassen. Hier will ich euch auch den Originalkommentar nicht vorenthalten, vor allem weil man bei den Kommentatoren richtig hört, wie sie es nicht glauben können, dass Horry frei ist. Achtet mal drauf, wenn sie Horry sagen, man hört richtig ihre Überraschung raus. Oh,
Nummer 2, das komplette Team der Hornets vergisst, auf welchen Korb sie spielen. Manchmal sieht man ja, dass ein Spieler auf den falschen Korb wirft oder aus Versehen in die falsche Richtung dribbelt. Klar sind das dumme Fehler, aber letztendlich nichts Weltbewegendes. Anders in diesem Regular Season Game zwischen den Hornets und den Lakers. Noch 24 Sekunden zu spielen, die Lakers führen mit 2 Punkten und haben den Einwurf in der eigenen Hälfte. Allerdings spielen sie ja gegen die Hornets, also warum nicht mal versuchen, das komplette gegnerische Team samt der Coaches zu verarschen. Die Lakers stellen sich so auf, als würden sie ein Play laufen, um auf den von euch gesehenen rechten Korb angreifen zu wollen. Aber dann passiert das hier. Wie man ein komplettes Team plus Coaches so verarschen kann, ist mir echt unbegreiflich. Wie hat das bitte funktioniert? Wie vergisst die Starting Five, alle Bankspieler und die Coaches, welchen Korb man verteidigen muss? Einfach nur krass, einfach nur Klatsch, einfach nur die Hornets zum Deppen gemacht. Und nachdem wir jetzt allerlei mögliche Plays gesehen haben, will ich euch noch den letzten Blackout zeigen, der die Titelträume der Orlando Magic für immer zerstören sollte. Nummer 5. Nick Andersons 4 Freiwürfe des Todes. Wir befinden uns in den 95er NBA Finals, die jungen Orlando Magic gegen die überlegenen Houston Rockets. Game 1, noch 30 Sekunden auf der Uhr, Orlando führt mit 3 Punkten und hat den Ball. Wenn sie scoren, machen sie das Spiel zu einem 2-Possession-Game. Damit ist der Sieg praktisch sicher, die Magic holen in dieser Possession 2 Offensiv-Rebounds und zwingen die Rockets letztendlich zu foulen. Nick Anderson geht für die Magic an die Linie. Ein 70%iger Freiwurfschütze. Wie gesagt, die Magic führen mit 3 Punkten. 10 Sekunden auf der Uhr. Nick Anderson muss nur einen Freiwurf reinmachen. Dann wäre das Spiel so gut wie gewonnen. Er nimmt den ersten Freiwurf zu kurz. Vordere Ringkante. Aber ey, egal, er muss ja nur einen treffen. Der zweite Freiwurf auch zu kurz. Aber der Ball landet wieder bei Anderson. Er wird wieder gefoult und hat nochmal die Chance, durch seine Freiwürfe das Spiel zu entscheiden. Stell dir vor, du stehst in den NBA Finals in deiner eigenen Halle und musst aus 4 Freiwürfen nur einen treffen, damit dein Team gewinnt. Anderson geht an die Linie, der dritte Freiwurf, wieder vorbei. Come on, Digga, bitte mach den einen Freiwurf. Er wirft den vierten, wieder ein Brick, der Ball geht zu Houston, die sofort ein Timeout nehmen. 5,8 Sekunden, Ball geht auf Kenny Smith, der nimmt den Dreier zum Ausgleich. Das Spiel geht in die Verlängerung, wo die jungen Magic verlieren. Letztendlich werden sie aus der Serie geswappt, 4-0, genauso wie die Nick Anderson Freiwurfbilanz, so bitter, so krass für einen 70%igen Freiwerfer, 4 in Folge in den Finals zu verwerfen, absolut brutal und ein absoluter Blackout. Und das waren jetzt mal wieder 5 der größten Blackouts in NBA History. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für alle, die es interessiert, ich habe jetzt endlich Merch. So sehen die Shirts aus, den Link findet ihr in der Beschreibung. 30 Shirts wurden schon verkauft. Dafür will ich einmal ein fettes Danke sagen. Und ja, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, würde ich mich sehr freuen. So, und das war es jetzt leider auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram und Kobe Björn an Cut folgen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace!